Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Veranstaltungen und Kulturtipps auf MV1. Ich freue mich, denn heute ist mein Thema Musik und ich befinde mich heute in der Rock'n'Pop-Schule. Rock'n'Pop-Schule in Rostock-Marienehe. Neben mir sitzt Christian Hensel. Er hat die ganze Rock'n'Pop-Schule vor 17 Jahren aus den Angeln gehoben, will ich mal sagen. Was ist das Besondere an eurer Schule? Freigetragen, also es gibt keine staatlichen Förderungen. Aber was macht es aus, bei der Rock'n'Pop-Schule als Schüler zu sein? Also wie gesagt, also Rock'n'Pop-Schule, ein Name ist Programm und dem ist natürlich alles untergeordnet. Also wenn jetzt die Schüler was lernen wollen, dann kriegen sie das so, dass sie dann damit auch dann letztendlich was anfangen können, auf der Bühne zu stehen, also wenn sie auf der Bühne stehen, wenn sie vor Oma zum Geburtstag spielen und so weiter und so fort. Es ist ja eine andere Herangehensweise als bei, sagen wir mal, bei klassischen Konservatorien, wo man erstmal die ganzen Noten prügeln muss. Hier wird ist eher der technische, also die technische Umsetzung im Vordergrund, oder? Ja, sicherlich, klar. Ich meine, also sicherlich sollte man natürlich, wenn man schon mal in die Musikschule geht, dass man dann auch Ahnung hat von oder Ahnung bekommt von Noten, das ist ganz klar, aber trotz alledem gibt es da noch ein bisschen mehr. Das heißt, wenn man improvisieren soll, dann muss man das auch drauf haben und das ist halt das Ziel. Okay, ich sag mal, da haben wir schon drüber gesprochen im Vorfeld, wenn man ein klassisches Instrument lernen will oder sich vorbereiten will auf die Hochschulen, ist man hier nicht ganz richtig, oder? Also wenn jetzt hier zum Beispiel, also gerade jetzt die HMT hat ja auch einen Anteil des, der klassischen Musik und da sind wir natürlich die Letzten, die dann sagen, sowas machen wir nicht. Das können wir, das können natürlich unsere Lehrer auch. Rock- und Popschule, du hast gesagt, das der Name ist Programm. Was kann man denn hier, was kann man hier lernen und wer sind eure, ja, wie ist das Hauptziel? Sind ja nicht nur Schüler, ne? Also was kann man hier lernen? Also wir bieten an Gitarrenunterricht, Schlagzeugunterricht, Bassunterricht, Klavierunterricht, Saxophonunterricht, Trompetenunterricht und Geigenunterricht. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Weiß ich nicht. Ein Chor. Eine Schule. Ein Chor haben wir hier. Dann haben wir ganz viele Bands. Also hier ist zum Beispiel der Raum für das Bandtraining. Wir haben hier Jazzbands hier, Bluesbands hier, Rockbands natürlich, Heavybands, Jazzbands habe ich schon gesagt. Und also am besten mal vorbeikommen und sich das angucken. Aber nochmal, diese Rock- und Pop-Schule, das Programm richtet sich ja nicht nur an Kinder, sondern auch an Erwachsene. Also jeder kann, wenn jemand mal das Gefühl hat, ach, ich würde gerne mal nochmal irgendwas lernen, darf man keine Scheu haben herzukommen, egal ob 60 oder 70 oder 40. Also unsere älteste Schülerin war mal 84, hat Saxophonunterricht genommen und sicherlich ging ihr dann nachher irgendwann mal die Luft aus, aber also auf jeden Fall, da gibt es keine Grenze. Also meinetwegen auch bis unter 100. Krass. Also, wie meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt geben wir jetzt mal die Veranstaltungstipps aus dem ganzen Land und gleich sehen wir uns wieder mit noch mehr Informationen rund um die Rock'n'Pop-Schule und deren Veranstaltung und Christian Hensel und mir und hier und dem Raum und Ihnen. Bis gleich. 500 Jahre Reformation. Mecklenburg-Vorpommern befindet sich mitten im Lutherjahr. Der Gottesmann hat nicht nur mit seinen 95 Thesen gegen den Ablasshandel für eine Zäsur in der Kirche gesorgt, vor allem seine Bibelübersetzung war ein großer Schritt zur Einheit der deutschen Sprache. In Rostock gibt es zum Thema in der Sozietät Rostock Maritim eine spannende Ausstellung. Das Leben Martin Luthers, zusammengetragen mit Hilfe des Historikers Ralf Fels. Tieftonspezialisten aus Berlin geben sich in Schwerin die Ehre. Im Werk 3 spielen Bariton-Saxophonistin Almut Schlichting und Kontrabassist Sven Hinse ein Konzert als Subsystem. Zusätzliche Abwechslung gibt es durch den Einsatz von Melodica und Loops. Karten direkt im Werk 3 und Klangwert in Schwerin. Wenn die großen Kreuzfahrtschiffe die Hansestadt Rostock verlassen, wird zum Abschied gefeiert. Zur zweiten Portparty in diesem Jahr wird an das Pier 1 bis 4 nördlich des Fähranlegers eingeladen. Shantychor, Liveband und Schlepperballett. All das erwartet die Portparty-Besucher. Am 30. Juni ab 17 Uhr werden die MS Marina und die Costa Favolosa verabschiedet. Bei den ersten Schlossinselfestspielen in Wolgast haben sich die Macher für ein Stück von Rudi Strahl entschieden. In Sachen Adam und Eva. Adam Schmidt und Eva Müller haben sich am Ostseestrand kennengelernt und wollen heiraten. Doch statt im Trauzimmer finden sie sich plötzlich im Gerichtssaal wieder. Auf der Bühne Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne, der Theaterakademie Vorpommern und Laien aus der Region. Gespielt wird bis zum 26. August, montags, mittwochs, donnerstags und sonnabends um 19.30 Uhr. In Parchim kann am 24. Juni bis Mitternacht eingekauft werden, die lange Parchimer Einkaufsnacht.
organisiert von den Einzelhändlern der Eldestadt, steht diesmal unter dem Motto Nordische Nacht. Musik, Show und viele kleine Aktionen der Geschäftsinhaber. Lassen Sie sich von der geschmückten Innenstadt Parchims in den Abendstunden verzaubern. Tja, also das war ja mal nicht schlecht. Also auf jeden Fall war da viel Gutes dran. Vielen Dank. Unter anderem könnt ihr das hier lernen, Schlagzeug, zwar nicht von Christian, aber auf jeden Fall von sehr amtlichen Schlagzeugern, nicht sowas, wie ich hier gerade abgeliefert habe. Es geht ja auch um Veranstaltungen. Wir sind jetzt hier ja nicht umsonst hier. Und zwar, ihr macht ja seit Jahren auch das große Rock-Pop-Schulfestival. Das ist über Jahre ja auch bekannt, weil daraus ja auch große, großartige Bands im Rostocker Raum entstanden sind. Das ist ja ein riesiger Zuspruch, den ihr habt, ne? Ja, also das macht auch wirklich Sinn. Also das ist auch immer so dieses Schöne, worauf wir uns auch jedes Jahr darauf freuen, weil nämlich so richtig abrechenbar ist ja sowas nicht. Also wenn jetzt meinetwegen ein Bauarbeiter ein Haus baut, ist es irgendwann fertig. Aber wann ist man jetzt mit der Gitarre fertig? Und da ist zum Beispiel dieses Festival unwahrscheinlich dankbar für. Da kann man dann mal richtig mal schauen, wie weit sind die Leute nun eigentlich wirklich. Okay. Die Jugend von heutzutage interpretiert sich ja mit ganz viel auch alter Musik, Nirvana, so aus unserer Zeit. Wie glaubst du, dass das zustande kommt? Also warum nicht in diese neue Zeit? Es gibt ja unwahrscheinlich viele, viele Bands, die gute Musik machen, aber trotzdem ist ja ein Gros der Leute, die sagen Nirvana, Beatles etc. pp., obwohl Beatles ja auch sehr, sehr schwierig ist. Ja, ich meine, also das ist, ich denke mal, so der ganz große Vorteil bei diesen Bands ist einfach, das kann man leicht nachspielen. Da braucht man jetzt nicht so viel üben. Also Beatles Musik ist für jedermann und Nirvana ja auch seiner Zeit. Und ich denke mal, einfach aus Ermangelung bekannter Bands von heute, suchen sich die Leute dann doch schon wieder ihre Heroen. Diese Frage, 17 Jahre habt ihr es jetzt gemacht, hast du denn noch Lust zu? Macht das noch Spaß? Ich habe ja jedes Mal mit neuen Leuten zu tun, na klar. Man muss ja trotzdem als Musiklehrer, denke ich mal, also ich würde das Ding nach 3 Tagen in die Ecke schmeißen, wenn man nicht versteht, wie man C-Dur greift zum Beispiel. Da braucht man ja schon ein bisschen Geduld. Also ja, ich meine, also Geduld muss man schon mitbringen. Also ansonsten wären wir auch falsch am Platz. So, ne? Aber es macht, wie gesagt, nach wie vor Spaß. Und ich habe ganz viele Schüler, also ich selber habe ganz viele Schüler, wo man richtig mitkriegt, so wie sich das entwickelt und alles braucht sicherlich seine Zeit. Und ich habe jetzt gerade wieder jemanden, der interessiert sich doch schon für die Hochschule und mal sehen, was daraus wird. Also es macht Spaß, nach wie vor. Das nächste Festival ist in diesem Jahr wieder im Mau? Nein, das ist nächstes Jahr am 3.3. Ach so, erst im nächsten Jahr. Lief das hier? Wie lief's? War gut? Sehr gut, fantastisch. Also kann ich euch alle herzlich einladen. So. Okay, also nächstes Jahr, ein Jahr müssen wir noch warten bis zum nächsten Festival. Was kannst du sagen? Was kannst du sagen an Leuten, die jetzt zu Hause sitzen vom Fernseher und sagen, ach Mensch, ich würde auch mal gerne noch mal so ein bisschen musizieren? Was rätst du denen? Also ein Kumpel von mir, der hat jetzt gerade mit Schlagzeugunterricht auch angefangen und der sagte so, man kann heutzutage ja alles kaufen, also ein gutes Schlagzeug, ein guter Fernseher, ein gutes Auto. Man kann sich alle möglichen Träume und Wünsche erfüllen. Nur ein Instrument zu spielen, das geht nicht. Da muss man ein bisschen was für tun. Und einfach kommen und machen. Tja, meine sehr geehrten, Sie haben es gehört, meine sehr geehrten Damen und Herren. Falls Sie Lust haben und sich das schon immer wünschen oder so einen innerlichen Drang verspüren, Musik zu erleben, Musik zu leben, Musik zu machen, egal welches Instrument, kommen Sie mal hierher oder gehen Sie raus oder zu einem anderen Musikladen oder zu einer anderen Musikschule. Ich kann Ihnen das nur wärmstens empfehlen. Ich weiß, wovon ich rede. Vielen Dank fürs Interview. Bis nächste Woche und leben Sie Kultur. Dankeschön. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.